So Leute, herzlich willkommen, grüß Gott, einen schönen arktastischen Sonntag gewünscht. Weiter geht's mit Extinction Core, Scorched Earth. Die Base wächst langsam, man sieht endlich, das Dach ist zu, mit ein bisschen schönen Design aus Glas hier. Und heute werden wir einen Tame vollziehen, und zwar habe ich mir gedacht, unten da in dieser Wüste, ähnlichen Gebietes, sind Hyänen gespawnt, aber nicht irgendwelche Hyänen. Nämlich Riesenhyänen mit dem wunderbaren Namen Dinocundra, glaube ich, oder? Wie heißen denn die? Dinocundra? Dinocrocuta-Sattel. So. Level 72, sehr gutes Viech. Ist ein Rudeltier. Vielleicht können wir da eine Mega-Armee zusammenstellen. Den kriegen den Rudelbonus nämlich gesteckt auf 7 Viecher. Wo ich mich schlau machen lassen. Dazu bin ich angezogen, denn nämlich ist eine Passiv-Zähmung. Schöne Healy-Rüstung, um die Bemerkbarkeit zu senken. In Kombination, wenn wir nämlich uns, ich weiß nicht, ob es was hilft, oder vielleicht schon, Insektenschutzmittel reinpfeifen. Und da habe ich was gekocht. Was habe ich denn da gekocht? Hier, Kaktusbrühe. Diese magische Suppe wird deinen Wasserverbrauch drastisch senken. Gut, das ist uninteressant. Was interessant ist für uns eben, ja, hier. Der andere Effekt. Das Aroma des Kaktus hat den Nebeneffekt, dass dich Tiere schlechter bemerken. Vielleicht kann ich das in der Form von einer Lili-Rüstung ein bisschen aufwerten, die Bemerkbarkeit. Leider habe ich kein Kibbel für das Viech. Oder doch, ich habe eins sowieso, als Violette brauchen wir. Das ist aber nicht das voll. Das ist, also, das ist schon violett, aber leider aufgrund der Extinction Core Mod das wirkliche Argentavis-Kibbel. Von dem her bringt uns das nichts. Ans, na, gar keins haben wir leider. Na egal. Das hohe Hammerfleisch ist mindestens genauso effektiv. Minimalst schlechter. So, dann schauen wir mal, ob das was wird. Da unten irgendwo sind sie, ich sehe sie schon. Am besten war gleich das Leittier erwischen. Captain Bass Leittier. Das wäre der Hammer, Leute. Ist er das? Nein, das ist es nicht. Shit, wo ist es denn? Irgendwas mit 100. Noch was. Da. 153. Das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber. Ich will den. Sie sind Agro auf was? Jetzt muss ich warten, auf was die Agro sind. Ich glaube, das war's schon, oder? Ja. Holy shit, wie soll denn das bewerkstelligen, Mann? Das Vieh habe ich noch nie gezähmt. Das was wird... wage zu bezweifeln. Muss mir anbirschen. Okay, jetzt killen sie das Elefanto-Gedöns. Holy shit, wie schnell haben sie den aus dem Leben gefickt, Gott? Bitte nicht mich. Normalerweise ist mein Tarnungswert sehr gut, sonst würden sie mir, glaube ich, schon ans Leder. Holy shit, ich glaube, das wird nix. Die greifen sogar die Skorpione da, ne? Psch, 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 psch. Okay, jetzt killen sie den Papagei. Okay, immer nach, immer nach. Mehr oder weniger bin ich sogar safe aufgrund dieses Rudels da. Von den anderen Gedöns. Oh, jetzt kommen sie auf mich zu, bitte nicht. Wenn ich aufstehe, ist vorbei. Das wird nix. Jetzt, jetzt, jetzt. Immer den Leid dir nach. Shit, das Leid dir ist wieder weg da drüben.
was Wichtiges vergessen. Seelen zum Einbocken gleich. Shit. Yes! 29,8%! Erstes Mal schnabulieren. Mit einem Hammelfleisch. Jetzt muss ich warten eben. Hoffentlich dauert das nicht zu lang. Entschuldigung, dass ich so komisch schreie. Vielleicht kann ich die anderen mitzähmen. Shit, der ist aggro! Der ist aggro! Warum? Holy shit! Passiert. So eine verdammte Scheiße. Ma, so eine verdammte Scheiße. Jetzt liegt das Loot wieder da unten. Verdammter Bullshit. Und jetzt ist wahrscheinlich die ganze Zähmung, glaube ich, weg. Leute. Warum ist das so irre zum Tamen? Tipps gerne angenommen. Was so ein Bullshit, hä? Muss instant zum Loot, aber instant! Wo war das? Da unten. Warum ist der aggro geworden? Verdammte Scheiße. Ist vielleicht die Kaktusbrühe schon ausgegangen oder das Insektenschutzmittel? Man weiß es nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Verpisst euch, Mann. Scheiß Ents. Was ist denn? Mörder-Aim. So, komm. Das wird wohl möglich sein, jetzt endlich einmal da ein Viech tamen, was gebrauchbar ist. Aber das Taming bleibt, obwohl sie aggro auf mich waren. Das ist nice. Das ist nice. Das ist wenigstens ein bisschen fair. Aber ist noch nicht ready. Ist noch nicht einmal ready. Das Food ist noch voll von den Dude. Holy shit, ich glaube, das werde ich schneiden müssen, wenn das so lange dauert. Noch nicht ready to eat. Gibt's das? Muss viermal fressen. Jetzt kommt der männliche.
Ja, wer würde mal leichter tun, wenn ich sie ein bisschen trenne? So die Schwächeren außerkillen. Oder alle wegthemen. Nice, der hat ein bisschen mehr dazu gekriegt. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber warum senkt sich beim Starken das Food nicht? Zehntausend von 10,2000. Das Food muss runter, sonst kann ich nicht weiter füttern. Ist ja frech, dass das wirklich so lange dauert. Die Einstellungen sind bissl vom Standard angehoben, nicht viel, aber dass das trotzdem so lange dauert. Wie lange würde denn das nachher dauern mit normalen Einstellungen? Man weiß es nicht. Jetzt sinkt sich das Futter ein bisschen. 11,9 von 12.000,2. Ich werde auf jeden Fall züchten. Sollte das mit dem Team kloppen. Durchleveln. Schöne Herdentiere. Schaut aber ekelhaft aus, muss man sagen. Schaut richtig ekelhaft aus. Vielleicht sinkt sich das Food beim zweiten Mal dann schneller. Dauert. Ich werde zurück die Seelen holen, Leute. Ich muss Seelen machen. Muss dringend die Seelen machen, damit die nachher noch in dem Fall, das sollte er geglückt sein, gleich das Viech einpacken kann. Schauen, ob ich da abholen kann, aber ich denke, das müsste sich ausgehen. Da Zähne. Nice, geht's ja aus. Passt. Dino Storage Mod übrigens sehr wohltuend. Bisschen unfair. Aber wenn man Solo spielt, so wie Ido, glaube ich, ist es legitim. Nicht einmal den Schwachen kann ich wieder weiterziehen, ne? Ich glaube nicht, dass die Kaktusbrühe reichen wird. Ich habe nicht einmal mehr eine. Die geht nur mal 300 Sekunden. Gibt's das, dass das Food so langsam sinkt? So Leute, herzlich willkommen. Dreckiges, ekelhaftes Mistvieh. Das müssen ziemlich schneiden, was heißt ziemlich übelst viel schneiden. Das Viech dauert ja ewig. Ich habe das Viech zwar bis, glaube ich, 2,5 Stunden jetzt da quer durch die Base da vom Obelisk bis da hergejagt. Und jetzt geschafft es da jetzt einzupferchen. Jetzt packt der Hund da drin extremst und habe halt gewartet, bis dieses Food runtergeht, was ewigst lang dauert. 11.000 Food hat er jetzt aktuell von 12.000. Das heißt, er muss über 2.000 Food-Punkte verlieren für die nächste Fütterung. Leute, und jetzt sollte das jetzt aber gewesen sein. So ein Krampf.
Insektenschutzmittel, auch wenn es nichts nützt. Und jetzt dann hoffe ich, dass sich das Viech zähmen lässt. Er packt drin, das ist perfekt. Darf sich nicht umdrehen. Jetzt, go. So, nice. Dino Krokuta, Leute. 200, Level 229. Also Effektivität 100%. Sehr schön. Eingepackt und fertig. Scheißvieh. So, go. Weg da. Also, und das Problem jetzt ist, hab ich nur einen davon. Es ist ein Rudeltier, man braucht mindestens 4 oder 5 im Idealfall von denen. Oder sogar 6, weil das Deck geht glaube ich bis 6 mit einem vollständigen Bonus. Und es war jetzt so ein Krampf, dieses Viech zu zähmen. Und ein Solo rentiert sich's ja eigentlich überhaupt nicht, das Vieh. Ist zuerst da bei der Base umgestiegen, habe ich müssen die Turrets ausstellen, weil sonst hätten die Turrets da das gleich beendet. Sonst jetzt machen wir einen Sattel für das Scheißvieh. Dino Krokuta. Dino. Aha, wäre schon entgrammisiert. Herstellung. Dino Krokuta. Danke dafür. So ein Scheißvieh. So, komm jetzt her. Ich werde glaube ich in der Seele lassen, dass das Viech mir nicht eingeht, weil sonst war alles umsonst. Werte auch nicht gut eigentlich, aber ziemlich viel Torpor. Wenn ein Viech viel Torpor hat, ist es immer ein gutes Zeichen. So, nice. So, mit C können wir bellen. Mit Rechtsklick ekelhaft schreien. Und mit Leftklick beißen. Und hüpfen, nice. Das geht auch noch. Mal schauen, was der schon macht, hä? Ah ja, der hat das ein super Effekt, der kann sich selbst heilen. Das ist extremst nice. Kann sich selbst heilen und jetzt werden wir da ein bisschen die Fische auseinandernehmen. Holy shit! Geht doch ab! Hittet extremst schnell. Aber was ich merke, die Selbstheilung erfordert sehr viel Food. Mal schauen, wie viel ein paar Damage dazu kriegt. 8%. Macht sich wie viel bemerkbar? Ja, ein paar Punkte immerhin. Hm, naja. Guten Gewichtwert zum Transportieren eigentlich. Holy shit, 350er Lilihelm. Den brauchen wir sowas von. Leben braucht der Dude. Ausdauer vielleicht auch ein bisschen. Macht guten Damage. Macht in der Hinsicht guten Damage, weil er so schnell hittet. Naja gut, wenigstens einmal jetzt ein Viech. Die anderen sind ja alle verreckt leider. Weil das Drecks doch noch nicht fix war, sind die ganzen Rochen kommen. Und jetzt haben wir wenigstens da mal so einen, ja, so einen Haushund, möchte man fast sagen. Oder? Ja. Passt.
zum nächsten Mal, Leute. Dino Krokuta, gell? Haut rein, ja. Ciao.